So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge F1 22. Mit dabei ist die liebe Enning. Witzig. So, Fortnite, ja. Ja, und das ist auch ein Halloween-Event, da kann man auch Punkte abstammen. Also ich denke, schon, dass ich das schaffen werde. Und wenn Weil du halt bei so vielen hängst, ja okay, dann. Ja, weil dann fällt dir auch die. Das der Wochenbonus dann immer. ja. Und es gibt Alter, Arsch. Nicht geschafft. Aber was schaffst du da für Aufgaben nicht? 3 bis 5, Alter. Wenn ich dir jetzt sagte, wäre heute alle Wochenaufgaben fertig, ist es dann los? Vero ist eine andere Spielklasse. Ich sag's nicht gern, aber. Na, ich kann dir das ja sagen. Die frage ich eigentlich immer zwischendurch, was so Neues gibt es sofort. Ne? Und ich habe echt die Panik, dass ich das nicht einmal schaffe. Das geht ja nur bis zum 2. Und ich bin ja ab 25. bin ich ja nicht da. Und komme erst wieder am 2. zurück. Du hast eine Woche verpasst, auf jeden Fall die Aufgaben. Gut, dann hast du die von heute und die von morgen. Ah, von nächster Woche noch. Barmer, jetzt haben wir wieder aufgeholt. Ich habe, weil ich habe jetzt auch nicht im Kopf, welche Aufgaben es gibt oder so, momentan, wo ich auch nicht wüsste, ob ich die schaffen würde. Also von Woche 1 fehlt mir noch, rekrutiere einen Charakter in verschiedenen Matches. Da finde ich keine Charaktere zum Rekrutieren. Beziehungsweise kann man jetzt nur Charaktere mit Ruhm rekrutieren. Und da weiß ich nicht, wie man Ruhm kriegt. Okay. Ja gut, aber du musst ja nicht verschiedene, oder? Mit verschiedene? Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich die ersten zwei her habe. Ja, du brauchst ja nur auf der Karte schon. Okay, lege Distanzen unter Einfluss von Schubsaft zurück habe ich schon fast, wenn aber Schubsaft habe ich urselten kriegt. Das ist Woche 2. Woche 3, Jobtafeln geht auch. Dann aber Hilf beim Besiegen von Bossen. Bring einen der Kartengeber zur Strecke oder jage Der Toren. Kartengeber, das ist dann einer beim Tresor. Oder bei einem Radarturm. Achso, das sind diese Bosse Ja, der gemeint. Kartengeber. Ja, nehme ich an. Weil sonst gibt es keinen Boss, den ich kenne. Okay. Dann nutze einen Schildbrecher EMP-Granate, um sich bewegende Fahrzeuge lahmzulegen. Woche 4. Woche 5. Beanspruche den Eroberungspunkt auf der schwebenden, was? Insel. Loot Island, das kenne ich gar nicht. Sicher, dass die Insel, die immer spawnt. Ach In der Luft. so, die ist das. Okay, eliminiere Gegner mit gewöhnlichen Waffen, das geht. Das war Woche 5, Woche 6. Verstecke dich in einen Heuhaufen oder einen Müllcontainer oder ein Baustellenklo. Okay, das ist neu. Die von heute wahrscheinlich. Mit Sturmgewehren und Maschinenpistolen erledigen. Okay, das geht. Eliminiere gegnerische Spieler, die dir Schaden zugefügt haben. Okay, Gegner das habe sind. ich auch bald. Dann habe ich Woche 7. Okay, zerstöre Schubsaft und Schlürfsaftfässer. Das hatte ich auch noch nicht. Ja, das ist von Ah, heute das ist eigentlich. heute kommen. Sammle Munition von eliminierten Spielern auf, geht auch easy. Sammle einen Business-Geschützturm in verschiedenen Matches ein. Ist dieser Koffer, oder? Ja.
Okay. Na gut, da liegen noch ein paar Punkte. Aber ich bin Und die jetzt. Halloween-Event hast du ja auch dann noch quasi. So nebenbei. Ja, aber das ist ja das mit der Horde, das ist ja nicht in Null bauen, oder? Na, es gibt mit in Horde, was ich mir sagen lassen, und in normal. Es gibt zwei Events. Ah, okay. Weil Ich habe es nicht gesehen bis jetzt, aber. bis jetzt habe ich nur gesehen den Hordenansturm. Okay. Und Schnappschussaufträge hast du auch sicher. Ja. Was ist hier? Da liegen jetzt schon, was du mir vorgezählt hast, was fast fertig ist, auch schon 300.000 EP. Weil das Aber ist dann vielleicht auch noch bei manchen Stufe 1 und 2 wahrscheinlich auch noch Mission. Was du mir vorgelesen hast, das heißt, da schaltet dann auf Stufe 2 auf und dann hast du da wieder eine neue Mission. zum Beispiel manches ist, finde ich, unschaffbar. Was denn zum Mit der Beispiel? EMP-Granate auf ein fahrendes Fahrzeug, oder? Gut, das ist für dich unverschaffen. Ja. Das ist wieder der Nachteil eines Solo-Spiels. Das stimmt. Weil im Duo ist es wieder einfach. Einer fährt und du schießt die EMP-Granate. Ja, das stimmt. Ich glaube, du hast dich gerade freiwillig gemeldet. Wie gesagt, nächste Woche muss ich ein oder zwei Tage machen auf jeden Fall. Ich weiß, ich glaube, ich bin 68 oder so. Also, wenn du machst, bin ich dabei. Wir kommen überhaupt nicht mehr zu unseren Let's Plays. Hast jetzt einmal vor 4 Wochen gespielt. Was? Verwandt? Stimmt. Ich Oh, gesehen. ich nicht fertig kriegt. Und weißt du was? Ich glaube, mein neuer PlayStation-Controller hat erlitten. Der ladet sich auf, ladet, 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 ladet und ist nicht aufgeladen. Oh, jetzt hast du nichts auf Versicherung. Das stimmt. Also jetzt aber von Fortnite Aufgaben abgesehen, wirklich, also die meisten gehen wirklich, also sie sind nicht so schwer. Wenn man sich auf die konzentriert, geht eigentlich relativ flott. Das mit dem Auto, okay, das ist halt vielleicht wirklich einer der schweren. Was ich auch sagen muss, ich habe heute ein bisschen gespielt. Und habe aber auch diese Asuka-Aufgaben mitgemacht. Das heißt, da habe ich auch ab und Ah, zu stimmt, die hast du dann auch noch, ja. deswegen auf die Schnauze gekriegt. Gut, aber da hast du keine EP in dem Sinn gekriegt, Ja. sondern den Skin. Gut, das Kind ist ja gleich fertig. Ja, eh. Das sind ja nur ein Auftrag, glaube ich. Oder so zwei. Das sind schon ein paar Aufgaben. Ja, für den Skin brauchst du nur die eine bestimmte oder zwei. Echt? Hast du Brauchst du nicht nicht alle alles, ja. gebraucht? Nein, da steht immer die Belohnung dabei bei den Aufgaben. Weil du musstest ja diese Marken und so einsammeln noch. Genau, ich glaube, das war bei irgendeinem Ort, musstest du Marken einsammeln. Ich glaube, dann hast du ein Skin gehabt. So war das. Drei Marken, genau. Genau. Nur Bei dem einen Ort. das Problem war, die kriegst du nicht immer auf einmal. Wenn du weißt, wo sie sind schon. Naja, es springen dort ja auch andere Spieler ab. Das ist So in wechselhaft, wie es momentan ist, würde ich einen Satz Intermediates nehmen. diesen Gebieten, wo Ich weiß, wo diese das ist. Ich hab sie Villen schon. sind und so. Ich hab die gleich gemacht, wie die rauskam. Alles bereit? Dann los. Schauen wir mal. Es geht. In Tutuka. Schauen wir mal, wie lange das Qualifying dauert. Das Gute ist, im Regen, im Rennen regnet es nicht, glaube ich.
Aber ich hoffe wirklich, dass in Fortnite nächste Season kein geiler Skin kommt. Angeblich soll die nächste Season nur im Dezember sein, also 30 Tage. Mhm. Und sie soll auf der allerersten Map, weil da, es geht ja jetzt auch um Zeitreisen und so. In Season 1 und Kapitel 5 ging es auch um Zeitreisen. Da wurde ja die Welt von einem schwarzen Loch gekidnappt. Da konnte man ja Fortnite 3 Tage gar nicht spielen. Tja. Da war gedacht, das ist das Ende. Aber auf jeden Fall soll die zurückkommen und es soll eine 30-Tage-Season gehen und im nächsten Jahr dann von einer neuen Karte einstarten. So sind die Gerüchte. Okay. Ich überlege sehr stark, ob ich da nicht erstmalig auch echt Geld investieren soll. In? In den Skin. Also hast du in den Skin investiert oder so? In Wonder Woman. Welche Wonder Woman habe ich urgerne. Weil DC ist jetzt wieder zurück. Ah, okay. Ich habe gar nicht reingeschaut, was da gibt. Batman in zwei verschiedenen Variationen. Batman habe ich schon. Ich glaube die Harlequin. Irgend so ein Deathstroke. Was mich absolut noch interessiert ist Groot. Wer? Groot. Groot, okay. Den und gibt's. Und Chewbacca. Krass. Ja, dann müssen die mal wieder kommen, ne? Ja. Ich habe eigentlich gehofft, wie Ashoka da war, dass Chewbacca kommt. Na, Wonder Woman schaut diesmal echt gut aus, nämlich auch. Gar nicht gesehen, oder? Wow! Scheiße. Gut, wenn die Season nur ein Monat geht, dann wird da wahrscheinlich eh nicht viel zum Holen sein, auch skinmäßig oder so. Dann werden sie, ob sie da überhaupt einen Season Pass machen. Das ist ein Gerücht, weil es stimmt doch gar nicht. Also es hat noch nie so eine kurze Season gegeben. Mhm. Nicht, dass ich das auch jetzt nicht schaffen. Na, ich war auch auf Bestzeit unterwegs, aber mich hat es fast gedreht. Hatte ich auch ein sehr lustiges Telefonat. Okay. In der Arbeit. Wir kriegen keine Tragetaschen so für mitnehmen für die Leute. Mhm. Und ich habe mir eigentlich gedacht, vielleicht haben wir es vergessen zu bestellen oder so. Und ich rufe einfach mal so die anderen Märkte in der Umgebung an. Und da habe ich unter anderem im Stadioncenter angerufen. Ja. Und habe mich in die Marktküche verbinden lassen und hätte dann ab. Ja, aber. Ich heiße die Marktküche, ja, oder? Also ja, ich erkläre meine Situation. Und auf einmal jetzt. Oh, Ahmed! Dieser Kollege von Kuhneuburg, er braucht Sachen zur Tasche. Haben wir. Und dann hörst du mir irgendwie im Hintergrund. Und das so. Du lügst. Von Neuburg nichts Filiale, von wo du kommst. Zum Kloster, Marco. Also ja,
Klosterneuburg. Und im Endeffekt, wann haben wir keine? Danke. Alter, was bist du für eine Zeit gefahren? Ich habe mich jetzt fast um 2 Sekunden verbessert und bin immer noch nicht. Bin immer noch um 800. Ich bin aber nicht so viel schneller als Verstappen gefahren. Weil Verstappen ist genau vor mir. Also wir sind gleichzeitig aus der Box raus und er war auf diesen Abstand gefühlt. Ich weiß nicht, ich kann es ja eh nicht sagen. Ach, also, aber ich glaube, besser wird es bei mir nicht mehr. Fahrst du nochmal raus? Nein, ich fahre nur die Runde fertig. Ich bin nochmal auf einer grünen Zeit unterwegs. Ah, okay. Die Strecke wird bald wieder trocken sein. Achte darauf, dass du deine Reifen nicht abfährst. Aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, scheiße, jetzt muss ich bei Fortnite wieder mehr dahinter sein. Weiß ich schon, was ich Samstag mache, Alter. Vielleicht kann es eh sein, dass du was du solo länger brauchst. Boah, das Box. Boah. Und du hast also zu mehr hast du halt mehr EPs auch natürlich. Ja, auch durch die Tagesaufgaben. Eben. Und dann schon das sind dann, wenn da jeder seine 4-5 Tagesaufgaben zusätzlich noch macht, das 10-15.000 EP jedes Mal. Und zum Beispiel letztes Mal war nicht sehr erfolgreich, also ich glaube, da habe ich keine einzige Folge rausgeschnitten. Ja, und du kriegst halt EPs auch noch von den anderen dann und solche Assists und so. Ja, also, vielleicht kannst du mich da ein bisschen mehr mitziehen. Na gut, dann beende ich mal die Session. Ich hoffe nur, dass wir die Teile jetzt einbauen bis vorm Rennen. Wenn nicht, dann bin ich gefickt, Alter. Wow, Alter. Bist du deppert, Alter? Zehnter, Alter. Ja, du warst ja schon Vierter jetzt, wie du beendet hast. Ja, trotzdem enttäuschend, Alter. Na, also ich... Also Strecke gefällt mir eigentlich Japan, so. Ja. War im 16er noch nicht so, aber... Vor allem, was auch ist, wenn du Solo spielst, du hast quasi nur diese eine Chance. Ja, das ist das, was ich gesagt habe, warum generell alles schwer ist. Du hast eine Chance, die muss passen. Ja. Du hast keine Chance, dass sich der Zweite noch rausrettet, weil du am Boden liegst und er hittet ihn noch. Oder allein im Fight ist das ja auch. Wenn du weißt, zwei schießen auf dich, wirst du nicht frontal auf einen weiterballern, sondern wirst du dich zurückziehen einfach. Und wenn du in einer 1-gegen-1-Situation ziehst du dich dann nicht zurück, weil du ballerst auf den dann einfach. Ja. Das ist dann... Darum ist es Solo immer schwerer, finde ich, in solchen Battle Royales natürlich. Und ich weiß nicht, ob du das neue Scope schon jetzt gehabt hast, dieses Sturmgewehr mit dem Zielfernrohr. Was ich gehabt habe, war dieses DMR, dieses... Dieses halbautomatische. Ja. Es geht dank, 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 dank. Mhm. Ja, das meinte ich. Da, zum Beispiel da, wenn du da einen in den Rücken triffst, der hat keine Chance. Wenn er von der offenen Fläche ist und dich nicht sieht und... Da muss ich mal treffen. Ja. Aber das ist stark, das gefällt mir auch, ja. Aber du weißt, was ich meine. Dann triffst du auf einen bisschen besseren Spieler, der tötet dich instant. Das ist ja keine Chance. Was geil war, ich habe mit dem Koffer habe ich zwei gefistet, die gegeneinander gefightet haben, einfach einen Koffer hingestellt. Nachdem wir gestern ein wirklich und auf den einen bababam weg, auf der andere bababam weg. Es ist heute endlich Zeit für das richtige Rennen. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass diese Strecke eine der aufregendsten der ganzen Saison ist. Willkommen in Suzuka. Ja, aber vielleicht kannst du mich da ein bisschen mitziehen, wenn du nächste Woche eh auch mehr machst, eventuell. Ja, mehr, ein paar Abende würde ich. Vielleicht können wir das auch so koordinieren, dass wir da beide das Zeit haben.
Ah! Scheiße! Durchfahrtsstrafe. Oh, das ruckelt alles irgendwie. Schlechten Start, aber ich war jetzt so Angst hatte vor der ersten Kurve. Da bei mir sind sie so hin und zurück geruckelt, Alter. Okay, wir haben die Limits am MGUH erreicht. Der Antrieb wird ab jetzt eher zum Überhitzen neigen. Können wir losfahren? Oder was denn da? Bitte? Ist voll los, ja. Wow! Okay, wir Wichser. Leistungsverlust am Turbolader aus. Leistungsverlust am Turbo. Also irgendwas hat's mit meiner Connection. Wow. Schieb mich an von hinten, hast recht, Alter. Was ist das denn da? Hm? Nein, ich bin nicht drin. Nein. Wenn die Daniela tut Netflix wahrscheinlich schauen, aber ich glaube nicht, dass deswegen gleich so Arsch ist. Haas fährt in die Boxengasse ein, um die Durchfahrtsstrafe anzutreten. Latifi hat doch Schaden gekriegt, der Wappler. Wie lange ist Zeit zum Durchfahren? Ein paar Runden, aber ich habe das jetzt schon erledigt. Super. Weil ich mir gedacht habe, naja. Worauf warten? Boah. Naja, gibt schon ein paar Gründe. Wenn ja, Safety Car. Also ja, genau. Ich würde ja generell Safety Car, virtuelle Safety Car, das wird da alles in Karten stehen. Oh mein Gott, wie schnell ich habe direkt Würfel genommen. Zieh. Gut, ich habe drei Runden Zeit dafür. Oder so. Oder so. Stark. Und von alle vergraben zu holen, das ist. Na, das ist stark. Das ist echt. Ich fahr so scheiße, Alter. Ja, jetzt greifen sie wieder an, Vollgas. Siehst du, fällt mir ein, ich muss schauen, dass ich mal die PS4-Version von eSports fit mache. Jetzt werde ich ja sicher bald gegen den Haberer spielen. Am Sonntag, das ist die letzte Partie. Hm. Das Getriebe ist ziemlich abgenutzt. Versuch so selten wie möglich zu schalten. Dann beginnen schon die Rückrundenmatches. Bitte? Dann beginnen schon die Rückrundenmatches. Eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegt. Also zwei Rückrundenmatches. Keine Rückrunde. Aber ich finde, es wäre trotzdem geschmeidig, wenn wir unsere Avatare einbauen können. Da hat aber irgendwie keiner drauf reagiert. Alter. Haberer Legend! Rudi! Saint. Einfach alle. Das ist sicher, Rudi. Alter, ich kann nicht lenken. Ist das der Controller jetzt oder ist das. Nein. Nein, nicht, nicht, nein! Ja. Das virtuelle Safety Car wurde eingesetzt, weil mehrere Autos auf der Strecke angehalten haben. Na, Alter. Nur virtuelles Gescheißen. Das ist
sagen würde. Aber ich bin jetzt nicht weggekommen, ich konnte jetzt gar nichts machen. Da sind so viele Autos gekommen. Stopp oder linke Teile. Ein paar zusammengefahren. Okay, das ist jetzt richtiges Safety Car. Das hab ich ja gesagt. Weil zuerst war nur virtuelles. Fuck man. Oh, da sind sie jetzt an der Box. Kann das nicht ausnutzen, dass ich nochmal steuere. Und gleich nochmal. Oh, da war ich jetzt los. Krass, Leute, jetzt bin ich Elfter. Ja. Ich hab das so verschissen, dass ich. Mann! Du bist hinter mir jetzt, oder was? Ich bin gerade Zeit. Ach so. Hab ich nicht gemerkt, dass ich an dir vorbeigegangen bin. Ach Gott, jetzt sind alle draußen aus der Box. Ich hab's mich zweimal gedreht. Mann, das zweite Mal logisch. Ich hab hier gerade drin. Cookie-Dollar. Runde 4 von 27. Halten das die harten Reifen durch. Immer noch alles drinnen. Alles drinnen noch. Und wenn da eben viele an der Box waren, also das von denen die Strategie nicht finde ich. Gut, die in der Box waren, das kann nicht die Strategie gewesen sein wahrscheinlich. Zeig ja, das ändert die Strategie. Von denen. Das ist immer gut, wenn die Strategie ändert. Ich habe mir das auch überlegt, aber. Wer weiß, wie lange sie jetzt noch draußen bleiben? Na, jetzt nicht mehr. Ich bin ja gerade aus der Box gewechselt. Achso. Jetzt werden es maximal noch eine Runde werden. Okay, erhöhe das Tempo leicht. Wir müssen uns dem Auto vor uns auf bis zu 10 Wagenlängen nähern. Grübel, grübel, grübel. Oh ja. Fällt auf, wir fahren weit zurück. Denkt an, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlängen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Beschleunigt. Denk dran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Gelbe Flagge.
Oh, was ist mit Schumacher los? Warte. Wow. Nein! Ich glaube, das war eine Curbs kommen. Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen auf der Strecke. Zum Glück haben die Marshals alles rechtzeitig wegräumen können und es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Oh, Alter. Was denn? Hoppe! Da werden die Curbs kommen. Nein, da hat wer angeschoben. Oh, das ist geschissen. Ist nicht unser Rennen dabei. Und wir sind drin. Denkt das eng. Reisen schon ausgeschieden. Eigentlich eh schon viel für die kurze Rennzeit. Ich kann noch alles passieren, ich kann noch ein Safety-Car kommen. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,0 Sekunden. Aber ist noch nichts verkackt. Okay, du liegst 5 Sekunden hinter deinem Vordermann. Ich muss noch drin. Sieh zu, dass du aufschließen kannst. Und ich sollte noch drin. Ich schalte noch einen aus. Und dann noch 5 überholen. Was ist gewesen mit dem neuen Weltrekord? Boxenstopp? Nein. Die haben jetzt am Wochenende einen Weltrekord aufgestellt. 1,8 Sekunden. Wow. Das ist krass. Auto runter, Auto rauf eigentlich. Das stimmt. Es kommt übrigens eine Formel 1 Ausstellung in die Metastadt. Das habe ich schon. Davor. Was ich auch lustig finde, ist, dass jetzt der Formel 1 Boss redet davon, dass Strecken geändert werden müssen, weil durch ihre Regel so viele Zeitstrafen uns zustande kommen. Also so viele Strafen. Was wird das in Österreich war? Ja, jetzt auch in Aserbaidschan oder wo das war. Da sollen sie die Regeln ändern, Alter, was kann der Kurs dafür? Na gut, aber wie legst du das dann aus, oder? Ne? Ja, aber wenn er jetzt sagt, ja, wenn ihr nichts ändert, dann... Es geht ja darum, dass die Leute den Kurs so annehmen und die wollen das eigentlich nicht, was ich meine? Mhm. Es geht um diese Auslaufzonen. So wie bei Österreich hat ja diese letzte Kurve da unten ist ja eigentlich nur aus Beton. Mhm. Und viele überschneiden damit jetzt die Linie, weil sie es nicht so gut sehen, weil der Beton in Beton umgeht. Mhm. Und natürlich nimmt sie Speed mit, weil sie mehr mit Speed reinfahren können. Und das wollen sie eben verhindern. Zum Beispiel, dass man Sand dort stattdessen hinmacht. Oder so. Dass die Fahrer es bewusst nicht mitnehmen können. Mhm. Ich meine, ja, es ist sicher auch eine Regel, aber... Aber wenn es halt auf der Strecke bleibt, ist auf der Strecke bleiben, ja.
Jo, die ersten Boxenstops. Stark. Das hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe nämlich noch einen Fahrfehler auch gehabt. Also entweder lasst mein Controller nach oder es ist das Auto im Spiel, das manches mir die Lenkung versagt. Hast du jetzt schnellste Runde gehabt? Ja. Stark. Komm, das war der erste wirklich perfekte Route, der ist so lang. Da sind wir immer wieder auf dieser Fahrfehler, oder? Ja, vollkommen nicht. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Die brauche ich halt jetzt noch, richtig. Das war halt nice zum Zusammenschieben. Wir nähern uns dem Boxenstopp-Fenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Wie viel bist du? 13. Oh nein, nein, das ist 40. Naja, ich muss bald in die Box, also. Zum Auto vor dir beträgt 5,0 Sekunden. So muss ich für mich den ganzen Tag fahren, wieder bis jetzt kein Fahrfehler. Na gut, schnuppern wir mal kurz Punkte. Wo sind wir da gleich an der Box? Bin jetzt gerade 10. Bittere ist aber, dass die mich dann wieder zurück überrumpen. Meistens so. Meistens so, wenn man die Box hat. Tja. Alter, was hat Perez vor der Fahrt mit Soft, Alter? Der hat sicher mehr Stopp. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,4 Sekunden.
Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Von Menschen hart treffen, dann wird sich ein Buch fangen. Mhm. Alter! Also das muss der Wagen sein, glaube ich. Dass der mit der Steuerung irgendwie was hat. Also mit der Achse oder so. Kann das sein, dass sie das auch einbauen? Das kann ich nicht sagen. Ich hatte das Problem noch nicht. Er ist mir jetzt gerade ausgefahren, Alter. Aber normal sagt er dir immer zu, wenn irgendein Problem ist. Aber der Controller hat noch nie Probleme gemacht, deswegen kann ich das nicht glauben. Ja, aber du hast Verbindungsproblem einfach. Dass er das nicht erkennt, dass du was gefühlt hast, weil er. Ach so, so meinst du das. Mhm. Ach fuck, Mann. So, jetzt bin ich länger in der Box. Bist du in der Box? Hä? Bist du schon in der Box? Na, jetzt muss ich. Ich wollte noch draußen bleiben. Aber nachdem ich einen Flügelschaden jetzt hab. Ah, genau, wegen der Bande kann er das. Hm. Das geradeaus klingt, war genau die Bande da, leider. Sieht aus, als sei die Boxencrew bereit, sich um das Auto zu kümmern. Stepper, da sind jetzt einige drinnen. War jetzt die letzten paar Runden noch wirklich gut. Alter, hoffentlich hat er mal den jetzt repariert. Und jetzt Gas, die Reifen sollen schließlich an den. Nein. So ein Wichser. Gut, Rennen verkackt. Ich habe jetzt nicht gesagt, Flügelschaden reparieren und die haben ihn mir nicht repariert. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Alter, schon wieder. Mir fehlt jetzt ein Gang, hat er gesagt. Okay. Was ist das so? Bitte? Was ist das so? Ich probier's. Ist er rot? Na, gelb. Ach so, das ist ja dann gleich wieder auslöscht. Oh! Oh! Nein. Alter, wo bist du jetzt hergekommen? Ach, was meinst du? Hey, da ist schon hinter dir. Ja, aber so nah, Alter. Ja, das ist halt. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 9,0 Sekunden. Sorry, hoffe, du hast keinen Schaden genommen.
Da geht irgendwie was nach vorn. Bitte? Da geht irgendwie nichts nach vorn. Na. Aber auch voll dummer. Mann. Aber ich habe jetzt die dritte Runde, wo wir um die 9 Sekunden herumfahren. Echt? Ich habe auch den Vordermann gut gemacht. Da war es erst 9 Sekunden, jetzt sind 7,4. Bist du in die Box gefahren? Ja. Hm? Hat das doch Soft umstecken? Nein, sonst komme ich nie in Punkte. Also wenn ich so, kann ich es probieren auch. Ja. Ich bin 16, da schon 10 Sekunden hinter, also 8 Sekunden hinter. Der Vordermann hat 5 Sekunden Vorsprung. Der hat auch wieder Abstand. Achtung, Achtung! Der wird schon jetzt länger, der hat noch. Einer ausgeschieden. Latif ist draußen. Okay, alles klar. Aber das Französischer ist. Hm? Ich glaube, das ist ein Safety Car jetzt. Ja. Das wäre nice. Dann würde ich in die Box fahren nochmal.
Stuck. Ne, ich habe jetzt einen Fahrfehler gehabt. Ich komme aber ran. Immer mehr. Aber Punkte glaube ich nicht, dass ich ausgehe. Ich dachte, ich bin gerade schon zu sehr auseinander gezogen. Für mich könnte es noch schnupfen. Ich hoffe, dass du nicht nur du bist. Hm? Ich hoffe, dass ich dieses gerade Gefühl auszahle. Punkte wäre nicht schwer, glaube ich, trotzdem. Na, Punkte, eigentlich. Du kannst am Ende Neuigkeiten zum Getriebe. Das Team versucht alles, was ihnen einfällt, aber sie sind nicht sehr zuversichtlich. Bleib einfach dran, gib dein Bestes. Mehr können wir nicht verlangen. Und Haas hat sich anscheinend für einen Boxenstopp entschieden. Sie werden hoffen, dass ihre Boxencrew einen schnellen Stopp abliefert. Mal sehen, wie lange sie brauchen. Ein Crash gehabt? Das bringt nichts. Ich kann den Wagen nicht mehr gut halten.
war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Ja. Ich habe mich dann auch noch voll drin. Gelbe Flagge. Das war jetzt mit der. Oppi. Nächsten Treffer. Drossel deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Das vielleicht das jetzt. Hast du das überlebt? Nein. Links, rechts, links, rechts, links und dann voll nach rechts nochmal. Steppert. Aber ich wollte jetzt. Jetzt habe ich mal angegrenzt. Ich habe für dich die Chance auf die Top 10 eröffnet. Das ist aber nett. Ja? Oder ich habe gerade die Soft aufgezogen, Alter. Stark. Na, ist doppelt stark jetzt. Das Top 10 ist eventuell nicht drin jetzt. Kommt drauf an, wie viele Runden noch zum Fahren sind. Wenn wir jetzt schnell aufholen. Bei der Fahrt ist gleich ganz anders mit einem vollständig reparierten Auto. Ja, deswegen habe ich ja disponiert. Ich habe jetzt nur 30 Sekunden gut gemacht. Ich hätte aber ein paar Runden gehabt. Ich hätte jetzt nicht so viel gewünscht, aber ich dachte, ich habe jetzt mal oben. Ich hätte dann einfach vom Gas weggehen müssen, wie ich schon gemerkt habe. Was? Dass du da reinkommst. Wahrscheinlich. Warte mal raus. Ah, da sind sie ja. Da hast du drei Runden. Wir haben ja mit der Menschen auf. Heute. Lassen wir die Sonne auch ruhen. Ab ist der wieder urviel ausgeschieden. Vielleicht kommt noch ein Siebter dazu. Naja, ich werde jetzt risky fahren, dass ich vorkomme. In die Punkte. Gut, ob ich noch immer 3 Runden habe. Ich muss jetzt nicht voll gefrechert aufgehen in die Kurve. Ja, eh nicht. Kein krasser. Geh an deine dabei. Position zurück. Es gelten die Safety Car Regeln. Wir dürfen nicht überholen. Zurück an deine Position. Ist Alan Williams, an Alpine, an Alpha Tauri und dann erst Martin.
Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk dran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. So, jetzt nur nicht den Start verschlafen. Aber noch vorn. Mit Alpine ist nicht der schnellste, aber. Wow. Wow. Wir haben noch Benzin für etwa. Na, nein, hast du schon versorgt? Ja. Grüne Flagge. Das ist nicht direkt, das ich dachte, ich komme vorbei an ihn, Alter, weil ich war so derartig schnell. Wo der Zug macht. Ich hoffe, dass der gelbe Flügel jetzt nicht reinscheißt. Welche Fahrt hast du den gelben Flügel? Rechts. Bitte? Jetzt wird schwer, wenn man die Lücken haben. Ja. Zu hacken. Noch schaffe zu überholen. Der ist schon frei? Nein. Alter! Du Fixer, du! Nicht, dass der Alter ein bisschen zurückzieht. Und er hat mich jetzt voll von der Seite abgeschossen, Alter. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Den besuche ich in der Boxengasse, Alter. Ja, aber auch schon der Flügel. Ja, jetzt ist es schon gut. Wenn, dann hätte es da auf der geraden Rand dann müssen und das. Ja. Das ist der meiste Verlust auf der geraden.
Aber wie knapp trotzdem noch alle zusammen sind. Ja, es ist nur das eine doch. Zwischen 10 und 9. Und dann oben. Jetzt wird der Lange noch verschießen. Gut gerettet. GG Alonsen. 13er. Ja. Sade, sade. An der Leistung auf der Strecke gab es heute nichts auszusetzen. Ein sehr verdienter Sieg. Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Du weißt ja, was man sagt. Wenn man als Erster ins Ziel kommen will, muss man erstmal ins Ziel kommen. Das konnte man heute gut sehen. Es gab viele Ausfälle, die großen Einfluss auf das Ergebnis des Rennens hatten. Als Fahrer versuchst du, nicht über die Zuverlässigkeit des Autos nachzudenken, sondern dich auf die Strecke vor dir zu konzentrieren. Aber für die Teams sind Rennen wie dieses äußerst stressig. Ja, war trotzdem nice. Na gut, Leute, aber ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, wir machen dann wieder alles. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. In den neuen. Na gut, Leute, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao und Baba.